liebe Magdeburger, liebe Sachsen-Anhaltiner, liebe Parteifreunde, Patrioten, die ihr mit uns hier heute unseren Wahlkampfauftakt begeht. Es ist ein wichtiger Wahlkampf. Es wird ein Wahlkampf sein, in dem wir uns kommunal verankern. Und es wird ein Wahlkampf sein, in dem ganz Europa zeigt, dass Heimat ein Begriff ist, für den Millionen und Abermillionen Menschen in Europa bereit sind zu kämpfen. Und für diesen Kampf stehen wir hier, für diesen Kampf steht ihr. Es ist der Kampf um unsere Heimat, um unsere Kultur, um unsere Zukunft. Und dass ihr euch beteiligt, dafür gebührt euch unser aller Dank. Und es wird euch einst der Dank unserer Kinder gebühren. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, wird eine neue Seite ins Geschichtsbuch geschrieben. Wir schreiben Geschichte für unsere Familien. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, übernehmen wir Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Nächsten, für unser aller Leben. In Zeiten mit verantwortungsvollen Regierungen, die ihrem Amtseid, ihre Kraft dem deutschen Volke zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden, nicht gebrochen haben, haben wir alle 4 Jahre ein Kreuz bei einer Wahl gemacht, im Vertrauen darauf, dass die gewählte Regierung mehr oder weniger gut, aber doch letztlich wohl weise für Deutschland Verantwortung übernimmt. Spätestens seit der unkontrollierten Masseneinwanderung von 2015 müssen wir konstatieren, diese Zeiten sind zu Ende. Seit 2015 aber ist getreu dem Motto, dort wo das Schlechte ist, dort wächst das Rettende auch, eine Bürgerbewegung entstanden, eine Bürgerbewegung gegen die altbrüchige Merkel-Regierung. Und diese Bürgerbewegung ist von den Plätzen und Straßen unseres Landes aufgestanden und aufgestiegen. Sie sitzt heute in allen Landtagen und im Bundestag. Es ist unsere AfD und wir sind Deutschlands Zukunft. Wir sind eine Bürgerbewegung gegen das Altparteienkartell. Eine Bürgerbewegung, die für unsere Familien eintritt. Eine Bürgerbewegung für Deutschland. Eine Bürgerbewegung, die aus ganzem Herzen und mit Idealismus und Freude an der Zukunft unserer Heimat arbeitet. Für uns ist Deutschland kein sinnentleertes Konstrukt und auch nichts, was man wie Herr Habeck als zum Kotzen bezeichnet. Das sind Aussagen deutscher Politiker, die eigentlich jedem anständigen Menschen die Schamesröte ins Gesicht treiben müssen. Wenn wir aufstehen, dann übernehmen wir Verantwortung für Deutschland. Wenn wir aufstehen, dann schreiben wir heute in den Parlamenten Geschichte für Deutschland. Wir übernehmen die Verantwortung dafür, ob es überhaupt noch ein Deutschland geben wird, in dem dereinst unsere Kinder und Enkelkinder noch gut und gerne leben können. Und diese Verantwortung, liebe Freunde, sie ist schwer. Sie stellt große Anforderungen an jeden Einzelnen von uns. Und darum rufe ich auch hier uns alle auf. Lasst uns frei werden von Hader und Parteizank. Lasst uns zusammenstehen. Wir sind es Deutschland und unseren Kindern schuldig. Denn wir stehen an einem Wendepunkt. Deutschland steht vor der Entscheidung, ob es in Zukunft Kinder als Gefahr für das Weltklima ansieht oder ob wir Kinder, unsere Kinder, willkommen heißen, so wie wir es wollen und ob wir denen, die unsere Kinder tatsächlich als Belastung des Weltklimas verunglimpfen und beleidigen, eine Bühne geben. Und ich sage euch, diesen grünen Hetzern gegen unsere Kinder, denen geben wir keinen Platz.
nicht in den Länderparlamenten, nicht im Bundestag, nicht in Europa und nicht auf der Straße. Deutschland steht auch vor der Entscheidung, ob wir in Zukunft sagen wollen, eine Familie besteht aus Elternteil 1 und Elternteil 2. Nein. Oder ob wir sagen wollen, eine Familie besteht aus Vater, Mutter und Kindern. Und ich sage, letzteres ist die einzig wahre Antwort auf diese Frage. Wir stehen vor der Entscheidung, ob die EU in Zukunft durch Migrationspakte und ihre eigene Machtvollkommenheit entscheiden wird, wen wir in unser Land lassen oder ob wir unsere Grenzen selber schützen. Und da es Europa offensichtlich nicht kann und will, liegt unsere Verantwortung dabei, dies selbst zu tun. Wir stehen auch an der Wende, ob zum Beispiel Autobesitzer enteignet werden, weil sie ihren Diesel verschrotten müssen, ob Fahrverbote erlassen werden, ob die deutsche Autoindustrie mit dem Verlust Zehntausender und Hunderttausender Arbeitsplätze platt gemacht wird oder ob wir in Deutschland den Grünen und Linken zum Trotz ein moderner Industriestandort bleiben. Und ich sage, deutsche Ingenieurkunst wird auch in den kommenden Jahrzehnten ihren Platz in der Welt zu behaupten haben. Und die Ernsthaftigkeit dieses Bemühens, das müssen wir festhalten, können wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir stehen morgens auf in dem Wissen darum, dass wir den politischen Kampf gegen Klimawahnsinnige, Genderfetischisten und Deutschlandhasser aufnehmen müssen. Argumentativ, mit Intellekt und allen zu Gebote stehenden politischen Mitteln, liebe Freunde. Wir dürfen diesen Menschen Deutschland nicht überlassen. Sie haben jahrzehntelang ihr ideologisches Unwesen getrieben. Es gibt heute keinen Unterschied mehr zwischen SPD, Grünen und Linken. Der Aufstieg der Grünen ist geschuldet dem moralischen und intellektuellen Niedergang der deutschen Sozialdemokratie, die sich von einer einst stolzen Arbeiterpartei in einen ideologischen Wurmfortsatz grüner Ideologie verwandelt hat. Die Sozialdemokratie ist am Ende. Aber auch die CDU steht unter dem Einfluss grüner Ideologie. Auch sie steht zum Dogma von Klimawahn und EU. Es hört sich dramatisch an, aber ich erlebe das Woche für Woche im Deutschen Bundestag. Und ich sage euch, wenn wir sie nicht stoppen, und zwar jetzt, dann ist Deutschland für alle nachfolgenden Generationen verloren. Was unsere Eltern und Großeltern uns aufgebaut haben und was sie uns zu treuer Verwaltung anheimgestellt haben, das wollen die Habecks, die Baerbocks, die Roths, die Stegners, die Kühnerts und wie sie nicht alle heißen, auf dem Altar einer pharisäischen Weltenrettung, eines europäischen Superstaates und nicht zuletzt ihres eigenen Machterhalts dahin opfern. Und das wird es mit uns nie geben. Wird insbesondere der soziale Friede in unserem Land. Er wird geopfert durch Prekärlöhne, Zeitarbeit und Mindestlohn. Er wird geopfert durch den Verlust an Sicherheit auf den Straßen, aber auch an Sicherheit unserer Arbeitsplätze. Die Zukunft unserer Kinder, sie steht, und man kann es gar nicht oft genug betonen, auf dem Spiel. Wenn wir uns die kurze letzte Vergangenheit und die Gegenwart ansehen, wissen wir, wie unsere Zukunft mit den Altparteien unter ideologischer Führung der Grünen aussieht. Die grünen Öko-Heiligen spielen ihre unsägliche Rolle. Sie sind eine Klimasekte, die alles an Denken der politischen Altparteien durchdringt. Sie übernehmen aber nur selten die persönliche Verantwortung. Es sei daran erinnert,
dass die Grünen es waren, die zusammen mit der Sozialdemokratie die Agenda 2010 durchgesetzt haben. Es sei daran erinnert, dass es ein grüner Außenminister war, der Deutschland nach dem Kriege zum ersten Mal wieder in einen völkerrechtswidrigen Krieg geführt hat. Dass diese Partei sich heute als moralische Instanz in Deutschland aufspielt, kann nur als das Ergebnis einer Medienpropaganda gewertet werden, die alle Wahrheiten und alles Recht auf den Kopf gestellt hat. Die Grünen, das sind die Partei der Besserverdienenden, die Partei der Bevormundung, die Partei der Planwirtschaft. Zur Europawahl hat diese Partei nun ein wunderschönes Plakat geklebt. Darauf steht ein Slogan: Eine mutige Gesellschaft lässt sich keine Angst machen. Die Deutungshoheit darüber, wer in unserer Gesellschaft mutig ist und wer Angst macht, haben die Kartellmedien und die Grünen schon längst übernommen. Ja. Der grüne Sektenführer und Dampfplauderer Robert Habeck erklärt es uns wöchentlich in sonnenblumigen Worten. Die Grünen, das sind die Angstmacher und die Grünen sind eine Angstmacherpartei. Es ist aber leider so, dass der mediale Konsens so tut, als würde Herr Habeck bestimmen, wer die Angstmacher in Deutschland sind. Aber wir können eins festhalten: Wer hat Angst in Deutschland vor allem und jedem und insbesondere vor allem, was unrealistisch und unsinnig ist? Die Grünen haben Angst vor Atomkraft, sie haben Angst vor Diesel, sie haben Angst vor Kohle, sie haben Angst vor dem Klimawandel, sie haben Angst vor alten weißen Männern, die angeblich überall das Wesen der Welt und insbesondere Frauen bedrohen. Komischerweise sieht man auf unseren Straßen kaum alte weiße Männer, die über Frauen herfallen. Die sehen meist nicht alt und weiß aus, aber das lassen wir mal so stehen. Die Grünen, die verkünden, ähnlich wie die Zeugen Jehovas, alle Nase lang irgendeinen Weltuntergang, aus dem sie dann mit billigen Mitteln ihren politischen Nektar saugen wollen. Aber wir werden es schaffen, wir werden aufklären und wir werden den Menschen sagen: Ihr könnt vor vielem Angst haben, aber vor alledem, was euch die Grünen an Weltuntergangsmärchen vor die Füße werfen, davor ist keine Angst geboten. Seid mutig, wählt nicht grün. Die Energiewende, der Atomausstieg, das sollte die Bürger nicht mehr als eine Kugel Eis kosten. Das hat der Marxist Trittin 2004 erklärt. Aus der Kugel Eis ist eine gigantische Lawine geworden. Wir haben heute die höchsten Strompreise, seit der Jahrtausendwende eine Steigerung um 100%. Ökostrom wird über den Strompreis finanziert und während das passiert, wird 400.000 deutschen Haushalten allein im Jahr 2018 der Strom abgestellt. Rentner, Familien, unsere Nachbarn haben keinen Strom mehr. Zugereisten wird der Strom vom Amt bezahlt, egal wie hoch die Rechnung ist. Hier haben wir das Recht zu sagen, das ist ungerecht, denn diejenigen, die hier Jahrzehnte gearbeitet haben, denen den Strom abzustellen und denen Strom zu geben, die in unsere Sozialsysteme eingewandert sind, ist ungerecht. Mit einer Unzahl staatlicher Maßnahmen sorgt die Regierung mit Unterstützung aller Oppositionsparteien außer der AfD dafür, dass deutsche Familien den Kampf um bezahlbaren Wohnraum verlieren. Das ist unsere Gegenwart. Und unsere Zukunft, sie heißt Kohleausstieg, CO2-Steuer, ein Elektroauto bis 2030, ungehinderte Flüchtlingsströme nach Deutschland. Diese Zukunft wollen wir nicht. Und weil wir sie nicht wollen, sind wir in der AfD und haben den politischen Kampf aufgenommen. Applaus
Neben dem Klimawahn ist auch der Genderwahn nach Deutschland eingezogen. Für viele sind es nur Gleichstellungsbeauftragte und gendergerechte Schreibweise. Was aber Linke und Grüne wollen, ist die Auflösung unserer Demokratie im Rahmen sogenannter Paritätsgesetze, wie sie bereits in Brandenburg beschlossen worden sind. Zukünftig werden unsere Wahlen nicht mehr über Listen vorbereitet, die frei gewählt sind, sondern es werden nur noch Parteien berücksichtigt, die ihre Listen gendergerecht mit 50% Männern und 50% Frauen aufstellen. Das ist offenkundig verfassungswidrig und wir brauchen keine linken Verfassungsfeinde in Deutschland. Hier sollte der Verfassungsschutz endlich tätig werden. In Bayern und Niedersachsen bauen wir in Grundschulen Toiletten für das dritte Geschlecht. Ich möchte hierzu eins sagen. Mein Sohn, den ich gefragt habe, der gerade in die Schule gekommen ist, was gibt es denn noch so außer Mädchen und Jungen? Der sagte dann Mama und Papa. Ja. Und dann sage ich, gibt es da noch was? Ja, Oma und Opa. Und dann sage ich, und gibt es dann noch mehr? Ja, Aliens. Und liebe Freunde, eins wollen wir nicht. Wir wollen keine 75 Alien-Geschlechter, die sich nirgends nachweisen lassen und die nur in der Fantasie linksgrüner Spinner existent sind. Im Zuge dieser Ideologie wird auch das Recht des ungeborenen Lebens in Frage gestellt. Die Jusos, die sich ja mittlerweile für nichts mehr zu blöde sind. Herr Kühnert hat ja jetzt gefordert, auch den Sozialismus wieder einzuführen und Unternehmen zu enteignen. Nein, diese Grünen, diese Jusos, man bringt das schon alles durcheinander bei diesem ideologischen Einheitsmist, aber diese Jusos, sie haben ja tatsächlich vor kurzem gefordert, den Paragraphen 218 zu schleifen und damit eine Abtreibung bis unmittelbar vor der Geburt zu ermöglichen. Und ich sage euch das eine, als Vater, das ekelt mich an. Und wenn ich im Bundestag eines als meine Aufgabe ansehe, dann ist es, dieses Thema nicht bei kinderfeindlichen Emanzen wie Claudia Roth und Ulle Schaus angesiedelt zu sehen. Menschen, die ihre eigenen merkwürdig verbrämten Rechte über das Recht von kleinen Händen, kleinen Füßen und kleinen Leben stellen. Ich finde das beschämend, dass derartige Dinge in dieser Weise in Deutschland überhaupt diskussionswürdig sind. Das ist kein Albtraum, das ist Realität. Aber es gibt auch andere, weitere Fragen, auf die ich noch ganz kurz kommen will. Es sind unsere Polizisten und die Situation in unserer Gesellschaft. Bei der Abschiebung von Asylbewerbern werden unsere Polizisten bespuckt und mit Fäkalien beschmiert und tatsächlich erhalten sie jetzt dafür 1,20 Euro Abnutzungspauschale für ihre Privatbekleidung. Ja, liebe Freunde, das sind die Maßnahmen unserer Regierung. Endlich handelt Merkel und ihre Kamarilla. Nein, meine Freunde, 1,20 Euro, das ist keine Maßnahme. 1,20 Euro ist ein Hohn. Abzuschiebende verstecken Rasierklingen am Körper, sie attackieren damit die Einsatzkräfte. Ein Zurückführender wollte seine Abschiebung dadurch verhindern, dass er sich ein Stück Zunge abbiss und dem entsprechenden Beamten zusammen mit einem Schwall Blut ins Gesicht spuckte. Einem anderen Beamten wurde die Kniescheibe zertrümmert, als ein Abschiebepflichtiger brutal um sich trat. Liebe Freunde, das ist die bittere Realität in Deutschland. Und was noch viel bitterer ist, diese Menschen kommen damit auch noch durch, denn oft scheitert die Abschiebung unter derartigen Umständen. Und hierbei sehen Regierung und Gewerkschaft tatenlos zu. Das ist eine Schande.
Und damit möchte ich euch aufrufen. Wir sind mutig, wir sind aufrecht und demokratisch. Wir kämpfen für Einigkeit und Recht und Freiheit. Wir kämpfen darum, dass unsere Kinder und Enkelkinder das Geschichtsbuch ihrer Familien weiterschreiben können. Sie kämpfen am Arbeitsplatz, sie kämpfen in den Schulen, sie kämpfen auf der Straße und auf den Plätzen. Aber der jetzt nächste wichtige Kampf und die nächste wichtige Entscheidung, das ist die in der Wahlkabine. Und jedes Kreuz, das am 26.05. für die AfD gemacht wird, ist eines für Deutschland. Es ist ein Kreuz für mutige Menschen, für Demokratie, für Freiheit und Recht, für unsere Kinder. Und ich sage euch, wir werden sie stoppen. Wir werden immer mehr. Vielen Dank.